Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Two Point Hospital. Hierbei Heisenberg zockt. Was habt ihr denn alle für ein Problemchen? Ah, eine Diagnose wird benötigt. Okay, das kennen wir. Wir haben zwei Ärztezimmer. Wir bräuchten wahrscheinlich hier auch mal nochmal ein separates Diagnosezimmer. Wir schauen mal, was wir hier haben. Diagnosebeschluss. 48% bitte warten. 48% bitte warten. 48% bitte warten. Okay. Einige Patienten langweilen sich zu Tode. Wir müssen sie irgendwie ablenken. Oh, was machen die denn hier? Ach, wir haben hier kein Klo. Ja, stimmt. Okay, das nächste, was wir also bauen, wäre dann definitiv eine Toilette. Nicht, dass das hier irgendwie dann, ja, ich möchte das gar nicht weiterführen. So, einmal Klo, vielleicht gerne sogar in der Größe. Zack. Dann, Kollege Dingens, stellen wir mal einmal hier hin, einmal hier und einmal hier. Dann würde ich sagen, gar nicht schlecht. Wir bräuchten noch einen Handtrockner. Wir brauchen ein Waschbecken. Das passt da nicht hin, passt aber hier hin. Oder wir stellen es hier zum Handtrockner. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Abfalleimer könnt ihr auch haben. Noch ein bisschen grün. Beziehungsweise erstmal desinfizieren. Das ist wichtig. Oh, ein Heizkörper. Genau, hier ist ja mal kalt. Jetzt haben wir dann keinen Platz mehr. Da eine Pflanze. So, hier hin. Und Zimmer fertig. Und bitte nicht mehr auf den Boden machen. Sowas macht man doch nicht. So, euch ist langweilig, ihr wollt eine Diagnose. Was haben wir denn hier, was sozusagen der Langeweile vorbeugt? Eine Bank bringt da nicht viel. Haben wir irgendwie, ja, oh, ein Spielautomat. Aber wir haben nur 85 von diesen Dingen, von diesen Teilen, von diesen K. Wie hießen die gleich nochmal? Das stand doch mal irgendwo, 500K freischalten. Ja, alles was wir, oh, da ein Zeitschriftenständer, ein Süßigkeitenspender. Ja, machen wir das hier, gerne. Und stellen das mal hier hin. Vielleicht bringt es ja was. Ich weiß nicht, ob das irgendwie hilft gegen Langeweile. Aber zumindest haben sie was zu knabbern. Nochmal neben den ganzen Sachen, die hier sind. Süßigkeitenspender geht jetzt nicht mehr. Müssen wir warten. Patient wollte nicht mehr auf neue Diagnosezimmer warten. Null. Und was haben wir hier? Nein, ein Teppich. Ja, ist klar. Null. Okay, wir brauchen ein Diagnosezimmer. Dann machen wir ein Diagnosezimmer. Bitte, ne, den könnten wir behandeln. Bitte warten. Station brauchen wir auch noch. Okay, Notfallapotheke, Herausforderung. Okay, nehmen wir an. Also jetzt eins nach dem anderen. Apotheken, Patienten treffen ein. Sehr gut, das hört man gerne. Wir brauchen ein Diagnosezimmer. Allgemeine Diagnose. So, machen wir euch hier hinten hin oder hier? Ich würde sagen in die Nähe. Da haben wir nochmal eine Tür. Wenn wir dich hier hinstellen. So, für die Diagnose brauchen wir, glaube ich, kein Riesenzimmer, wenn ich mich nicht täusche. Einmal diesen hier, dann einmal, damit man liegen kann vernünftig. Und das war's dann auch schon. Der Rest ist wieder Ausschmückung, aber da schmücken wir gerne. War das richtig rum? Ich glaube, ja. Ein Arzneischrank kann man hier natürlich auch gebrauchen. Und jetzt würde ich hier aber doch nicht zu lange rummachen. Ganz einfach deswegen, weil wir das Zimmer brauchen. So, was wir hier natürlich auch brauchen, das ist noch... ein Krankenpfleger. Okay, einstellen, Krankenpfleger. Lauter Nullen. Es ist ein Elend. Aber Kollege Hammer, der hat uns einen guten Namen. Nehmen wir mal. Wir müssen ja auch wieder ausbilden nachher. Ist ganz klar. Was haben wir da? Personalhaus-Herausforderung. Befördere 3 Mitarbeiter. Werden wir machen. Oh, neue Krankheit. Schlechtes Bauchgefühl entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Schlechtes Bauchgefühl, chronische Miesepetrigkeit aufgrund eines nihilistischen Grimmdarms. Okay, das klingt kompliziert. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier hinschicken. Apotheke, mach mal. Das klingt gut. Können wir hier noch was upgraden? Da brauchen wir einen Hausmeister mit Mechanik. Okay, da müssen wir den Hausmeister weiterbilden. Oder wir gucken mal, ob wir hier bei den Hausmeistern... Instandhaltung, das ist das Mechanik? Ist das das, was wir brauchen? Gute Frage. Nächste Frage. Wir nehmen mal den noch dazu. So, mal gucken, ob er was machen kann, beziehungsweise ob er jetzt hier... Nee, das war falsch. Erfordert Hausmeister mit Ausbildung in Mechanik. Okay, naja gut, jetzt haben wir nochmal einen Hausmeister, das kann auch nicht schaden. Langweilen sich die noch, oder wie sieht's aus? Die haben ja keinen Abfalleimer. Die bräuchten hier noch einen Abfalleimer. Das hat man gesehen. Die hat schon fürchterlich geraschelt mit ihren Sachen. Machen wir doch noch ein, zwei mehr hin, weil die schaden nicht. Ja, da noch ein. Und ja, warum nicht hier beim Klo noch zum Teil? Gut, passt. Nachrichten checken.
Weiterbildung benötigt, aktuelle Ausbildung. Ja, wir haben kein Weiterbildungszimmer, das wird auch noch kommen, aber wir bräuchten zuerst mal 76. Okay, bitte behandeln. Wir bräuchten eine Krankenstation. Nein, Zimmer. Ja, wir brauchen noch so viel, wir haben nicht mal ein Pausenzimmer, wir haben noch gar nichts hier. Aber die Station ist definitiv wichtiger als ein Krankenzimmer und die muss jetzt natürlich wieder eine relativ große Größe haben, genau. Mal schauen. Irgendwie so, dass man da noch zwischendurch kann und dann machen wir es noch ein bisschen länger. Ja, also die Größe würde ich mal sagen, die ist in Ordnung. Hier kommt der Kollege Doc hin. Hier einmal umziehen. Vielleicht hier oben. Gleich mal vor dem Fenster. Und dann die ganzen Liegen. Zack. 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 Ja, jetzt habe ich es wahrscheinlich genau ein bisschen zu schmal gebaut. Das heißt, hier wird nichts mehr hingehen. Aber wenn wir das so machen, kriegen wir ja nochmal, ja, drei würde ich sagen. Drei kriegen wir noch hin. Okay, das ist doch in Ordnung. Was braucht man hier drin noch? Ein Spind vielleicht? Wenn wir den Platz haben. Doch, haben wir. Noch mehr Diagnosezimmer. Na, ihr macht mir Spaß. Ein Wandmonitor, da bin ich Fan von. Man lasse mich den Wandmonitor anbringen. Die Frage ist, wo? Hier über dem Bett, das macht den Leuten Angst. Wenn nur ein Bett zum Teil hat, aber hier wäre es, glaube ich, nicht schlecht. Gut, was hier denn auch fehlt? Bevor ich es vergesse, Heizkörper. Wo kriegen wir hier einen Heizkörper hin? Das wird eher schwierig, so wie es aussieht. Da passt einer hin. Da passt auch einer hin. Und hier unten passt noch einer hin. Jetzt ist das Ganze ein bisschen einseitig. Vielleicht hier oben noch. Ne, passt hier auch nicht hin. Gut, müssen wir lassen. Nein, Zimmer nicht abbrechen. Zimmer hinstellen. Okay, Station haben wir auch. Leider mal gucken. Sondermeldung. Sehr gut, wir haben ausreichend viele Patienten der Gruppe gehalten. Aha, 2 von 4 ist nicht das Maximum, aber immerhin. Ja, und da haben wir halt keine Möglichkeit auszubilden. Das machen wir auch gleich. Jetzt würde ich aber definitiv doch zuerst vielleicht das Pausenzimmer hier noch in Beschlag nehmen, dass wir das mal machen. Installiere ein Upgrade. Ja, das werden wir alles auch machen. Sobald wir mal noch einen richtigen Hausmeister haben hier. Ja, sind müde, haben aber kein Pausenzimmer. Das war eben genau auch meine Idee. Pausenzimmer. Wohin mit dir? Hier hinten in die Ecke oder hier hin? Wir machen das Pausenzimmer hier. So, wir machen sich allzu groß. Wir wollen da noch weitere Zimmer haben. Deswegen machen wir auch die Tür dahin. Zack, einmal sitzen. Spind brauchen wir nicht, aber ein Sessel kann nicht schaden. Vielleicht sogar gegenüber hier. Dass man irgendwie reden kann miteinander. Ein Fenster haben wir, eine Tür haben wir. Getränkeautomat haben wir eigentlich draußen. Die nehmen halt viel Platz weg. Vielleicht doch ein Getränkeautomat, aber nur ein Getränkeautomat. Abfalleimer ist jetzt nicht, was man braucht, damit es einem nicht langweilig wird. Das hilft eher wieder dem Hausmeister. Feuerlöscher hilft allgemein. Desinfektion, nö. Aber hier eine kleine Heizung, damit man nicht friert beim Sitzen. Okay, ein Trinkbrunnen. Den könnte man eigentlich auch hier mal noch in die Mitte reinstellen. So, da wo keine Zimmer mehr hinkommen. Hier werden noch welche hinkommen. Eine Pflanze, aber selbstverständlich. Teppich, passt du hier rein? Jawohl. Postererleuchtung kriegt ihr auch, weil ihr seid. Oh, ein Fernseher. Den müssen wir da erst freischalten. Da fehlen uns aber die Sachen. Gut. Okay, viel Spaß in eurem Pausenzimmer. Was haben wir hier? Weiterbildung. Muss ich hier tatsächlich noch ein Weiterbildungsdingens hinmachen? Ich würde sagen, ja. Allerdings würde ich das fast eher hier machen. 30.000, wir haben 147.000. Das ist aber Grundstück 8. Moment, ich muss erst mal gucken. Wo haben wir denn hier Grundstück 2? Das wäre die 5. Wie komme ich denn hier aus dem Ding wieder raus, ohne dass ich gleich aus dem ganzen Menü rausfliege? Wow, das ist ja aber riesig. Das ist ja cool. Wisst ihr was, wir kaufen mal die 5, ist ja eigentlich egal. Grundstück kaufen, dankeschön. Da müssen sie auch nichts mehr abreißen, das steht schon. Gut, dann kommt hier mal die Weiterbildung hin. Zimmer. Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung. Machen wir die gleich mal hier. So, sagen wir mal in der Größe, dann passt hier auch was rein. Zack. Dich drehen wir nochmal. Ja, plus, minus, passt das? Jawohl, ich denke ja. Okay, dann Sitze. Okay, 3. Dann haben wir 6. Vielleicht hier sogar noch. Jawohl. Dann kriegen wir hier ordentlich Leute rein. So viele brauchen wir gar nicht. Sieht aber dafür auch ein bisschen besser aus.
So, Fenster haben wir auch schon. Feuerlöscher. Sehr gut. Heizkörper. Einmal hier. Und einmal hier unten. Können wir nachher dann wieder gucken, ob wir wirklich alles hier halbwegs warm hinkriegen. Machen wir hier mal noch einen hin. Was fehlt noch? Ein Trinkbrunnen brauchen wir nicht, aber eine Pflanze kann nie schaden. Machen wir doch glatt mal zwei. Und den Rest haben wir ja noch nicht freigeschaltet, beziehungsweise da haben wir nicht genügend Dingens dafür. Passt. Und dann können wir ja schon mal gucken. Rednerpultkurs starten. Was machen wir? Wir bräuchten eigentlich Mechanik, genau. Zack. Den hier. Und verfügbare Teilnehmer. Hausmeisterin, ganz klar. Kurs starten ist jetzt nur eine Person, dafür haben wir dann die Möglichkeit, das Gerät hier abzugraden. Wer fehlt denn hier? Hier fehlt ein Krankenpfleger. Okay, wir stellen ein. Krankenpfleger, auch alles nur so Nulpen. Lionel Bungle. Okay, warum nicht? Zack, passt. Haben wir sonst noch irgendwie zu wenig Leute? Nein, aber wir haben bei der Diagnose, glaube ich, hier haben wir noch ein Problemchen. Hier haben wir keine Warteschlange, nix. Wo ist die Diagnose? Warteschlange 0. Na, passt doch. Aber was hier auch fehlt, ja, freie Weiterbildungsbett. Wir haben gerade so ein Dingens hingestellt, Leute. Was hier fehlt, das ist eine Bank. Weil hier muss man auch ab und an mal warten. Hier brauchen wir keine. Und hier drin, da liegen schon die ersten Leute. Gut, das passt auch. Haben wir da Nachrichten? Wir haben Weiterbildung benötigt. Frank Spargel. Das ist ein Name, den kann ich mir merken. Okay. Beförderung von Rang Pflegeschüler zu Nachwuchspfleger. Den können wir jetzt nicht weiterbilden, ist ganz klar, weil das Weiterbildungszimmer belegt ist. Wir hätten das im Prinzip auch kleiner bauen können. Da sind sie dran, genau. Wäre vielleicht eine Idee gewesen, Zweie zu machen, dann könnten wir parallel ausbilden. Die nicht ganz so groß, dafür zwei. Soll ich das nochmal irgendwie bearbeiten? Ich würde sagen, ja. Jetzt muss ich noch gucken, wie das genau funktioniert. Wenn ich dich hier nehme, verkaufen. Ja, verkaufen wir mal. Okay, so hat das schon mal eine Zukunft und dann werden wir das Zimmer entsprechend verkleinern. So, verkaufen. Okay, dich verkaufen wir nicht, sondern stellen hier vielleicht nochmal einen Stuhl hin. Jetzt das Ganze ein bisschen rüberziehen. Das heißt, dich verkaufen wir auch. Und jetzt wäre das das Zimmer. Und das Zimmer wollen wir bearbeiten. Nein, ich möchte nicht das Ganze verschieben. Ist mir klar, dass das auch geht. Sondern ich möchte... Sind sie fertig oder haben sie jetzt aufgehört, weil wir hier zugemacht haben? Ja, das wäre natürlich blöd. Aber ja, das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Wie mache ich das denn kleiner? So geht's nicht. So Zimmer hinzufügen. Aus Zimmer entfernen. Nein, ich möchte das ganze Zimmer verkleinern. Das muss doch irgendwie auch gehen. Verkaufen, kopieren, Grundriss bearbeiten. Ja, eben. Das wäre das Ganze. Nicht verschieben, nicht das ganze Zimmer verschieben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich möchte es verkleinern. Wo verkleinere ich das denn? Posteingang? Ja, ja, das ist klar. Hier oben haben wir nichts. Das muss doch irgendwie zu verkleinern sein. Ah, okay, Moment. Nee, Moment. Das hat eigentlich schon mal funktioniert. Nochmal raus. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte den Stuhl weghaben. Brauche keine Tür. Moment, wir machen es mal so. Jetzt nochmal diesen, dann müsste der Stuhl wenigstens weg sein. Aha, okay. Minus, minus, minus. Dann funktioniert's. Okay. Jetzt ist das ein bisschen kleiner. Wir könnten es hier natürlich auch nochmal ein bisschen kleiner machen. Die Tür kommt dann noch weg. Du kommst hier hin. Jetzt muss ich hier wieder... Ne, geht da nicht. Moment, ja, weil die Tür da hinten ist. Okay. Nein. Wie kriege ich die Tür jetzt da lang? Jetzt habe ich das, was ich wollte. Jetzt gehen wir hier zur Tür. Jetzt hängt das alles hier. Ich kann ja nicht auf Zimmer bauen gehen. Und die Sachen kann ich... Ah doch, jetzt geht's, dass ich schnappen kann. Okay, wohin mit der Tür? Jetzt kriege ich die da nicht mehr rein. Echt jetzt? Weil die Tische hier im Weg stehen. Allen Ernstes. Hier hinten möchte ich nicht. Sonst machen wir hier halt eine kleine einen kleinen Durchgang. Können wir auch machen. Also das dahin. Die hängen wir noch irgendwo hier oben hin, wo du Platz hast. Okay, passt. Das Zimmer.
Die müssen jetzt wieder zurückkommen, weil ich habe nicht auf Bearbeiten geklickt. Und jetzt können wir hier nämlich nochmal kurz hier rein. Und nochmal Weiterbildung. So, in der gleichen Größe. Und mit der Tür hier vorne. Tür muss mit Korridor verbunden sein. Hä? Da haben wir doch einen Korridor. Hier geht's nicht mehr. Hier geht's dann auch wieder. Machen wir dich halt hier hin. Zack, okay. Rednerpult da vorne. Dann kann man hier sitzen, hier kann man nicht mehr sitzen, dafür kann man hier hinten noch sitzen. Viel mehr als 4 Schüler haben wir sowieso nie. Einmal Apfeleimer. Feuerlöscher, wir hatten zwar noch nie ein Feuer, aber einmal wird das dann auch irgendwann noch passieren, befürchte ich. So, das dahin. Und eine Pflanze darf auch nie fehlen. Zack, haben wir. So, und jetzt können wir nämlich hier auch weiterbilden. Kurs wählen. Teilnehmer 5, das kann man mal machen. So viele haben wir gar nicht. Also so viele Plätze. Medizinstudent, den hier noch und den hier noch. Kurs starten. Die sind noch beschäftigt. Sehr gut. Ich denke, das war gar nicht mal so verkehrt. Ich hoffe es zumindest. Oh, eine Entleuchtungsklinik wird benötigt. Bitte warten, machen wir. 78% behandeln. Weiterbildung. Whitney Winder. Ich muss mal gucken, dass ich mir das ein bisschen genauer angucke, wer was genau möchte. Okay, Entleuchtungsklinik brauchen wir dringend. Die können wir aber auch noch ins alte Gebäude reinmachen. Neue Krankheit. Schmuddelsohlen. Oh la la. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Schmuddelsohlen. Füße, die so schmutzig sind, dass sie vermutlich nie wieder sauber werden. Die reinste Bakterienschleuder. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung schicken. Station. Sehr gut. Also, wir bräuchten hier noch eine Entleuchtungsdingens. Wo haben wir das denn? Leuchtung, Entleuchtung. Einmal hier. Und dann machen wir dich hier rein. Muss, glaube ich, auch nicht allzu groß sein. Ich hoffe es zumindest mal. Ja, Maschinchen passt rein. Das ist schon mal okay. Und hier noch Kollege Schaltpult. Dann passt das nämlich schon. Abfalleimer. Feuerlöscher. Heizkörper. Machen wir mal klein. Werden wir nachher alles zusammen kontrollieren. Und ich würde sagen, wir machen die schon mal auf, weil die Leute warten darauf. Hier brauchen wir noch einen Arzt. Einstellen. Haben wir da ein paar Fähige? Nein, lauter Nulpen. Irgendwie kriegen wir nur noch komische Ärzte. Wir müssen nur alle selber weiterbilden. Das ist wahrscheinlich die Idee. Gut, wir brauchen noch eine Bank, dass man hier auch warten kann. Da ist schon der Erste. Was fehlt denn hier drin noch? Haben wir eine Pflanze? Ich glaube nicht. So, einmal Pflänzchen. Zack, dahin. Und dann haben wir es hier schon ein bisschen grün. Wir können ja gleich mal gucken, wo noch überall Pflanzen fehlen. Eigentlich fast überall, wenn man es genau nimmt. Zack, da noch eine. Da ist komplett grün. Hier noch eine Pflanze. Hier hinten haben wir eigentlich auch gar nicht so schlecht das Ganze. Passt, gut. Personalherausforderung. Ach, der Herr Spargel. Wir haben den Wunsch nicht erfüllt. Ja, ist klar. Reporterbesuch. Beeindrucke den VIP mit einem tollen Krankenhaus. Das können wir mal gucken, ob das funktioniert. Und jetzt ist der Kurs fertig hier hinten? Nein, die sind noch beschäftigt, weil dann können wir das Teil immer noch nicht upgraden. Doch, können wir. Aha, die ist schon durch. Und hier fehlt ein Kollege Krankenpfleger. Einstellen, Krankenpfleger. Auch wieder lauter Nulpen. Sagen ab. Okay. Aha, der Reporter trifft ein. Wo ist er denn? Oh, ein Geist. Haben wir eine Hausmeisterin, die das im Griff hat? Moment, wir stellen mal nochmal eine Hausmeisterin ein. Hausmeisterin da, Geisterjägerin, die Kollegin oder der Kollege immer grün. Zack. So. Oder jagt der hier schon? Nee, ich glaube. Nee, das ist ein Patient, aber der hier, der kann natürlich was machen. Oh, die Auszeichnungen. Aha. Da bin ich mal gespannt. Haben wir alles halbwegs so gemacht, dass wir vielleicht wieder was gewinnen? Mal gucken. Na, Kollege, komm in die Gänge. Wird halt auch nicht jünger, der gute Mann. Öffnen. Aufsteigender Stern. Ach, du grüne Neune. Okay, schon mal übel nicht geklappt. Arbeitgeber des Jahres. Das können eigentlich nur wir sein. Okay, das hat schon besser funktioniert. Das muss ich zugeben.
Keine Todesfälle. Ja, das könnte sogar sein. Nee, doch nicht. Oh Gott, gehen wir zum ersten Mal leer aus. Eieieiei. Bestes Lehrkrankenhaus. Wir haben die Weiterbildung erst gerade hingestellt. Das kann fast nicht sein. Nee, tatsächlich. Patientenpreis. Mögen uns unsere Patienten? Also wir mögen die Patienten, aber das ist, glaube ich, nicht die Frage. Ja, ja. Okay, wir gehen leer aus. Weil höchstes Prestige werden wir auch kaum haben. Das würde mich wundern. Ja, null. Wir haben einfach null. Krankenhaus mit bester Forschung. Ne, forschen wir überhaupt schon? Wir haben keine Forschungsstation. War das nicht die Hauptidee dieser Insel? Dieser Insel sage ich schon wieder. Nein, nein, das war ein anderes Spiel. Das mit den Inseln. Krankenhaus des Jahres? Nee. Kaum. Okay, null. Wir haben einfach gar nichts gewonnen. Geh du mal nach Hause. Das war ja die enttäuschendste Wahl ever. Okay. Easy-Scan können wir noch upgraden. Das machen wir gerne. Ich muss Easy-Scan nur finden. Bist du Easy-Scan? Jawohl. Zack, upgraden. Sehr gut. Der Radioreporter, wo ist der? Das wollte ich doch eigentlich wissen. Bist du Kollege... tatsächlich. Er ist... oder sie ist Kollege König. Das gefällt dir schon mal, da wird geupgradet. Sehr gut, also das scheint gar nicht so schlecht zu funktionieren. Notfallstation. Oha. Einige Stationspatienten haben gerade eine Holistics-Klinik verlassen. Sie sind nun gut eingecremt und bereitet für was? Und bereitet für die für weitere Behandlung. Sollten wir sie erfolgreich behandeln, winkt uns eine Belohnung. Mit müde Knochen. Behandlungsraum Station. Ja klar, machen wir mal. In der Hoffnung, es funktioniert. Wo kommen die? Die müssen doch irgendwo von hier außen wahrscheinlich kommen. Da. Bist du so ein Kollege? Du bist zu kalt. Ja, ja, Hannah Cumberland hat zu kalt. Dafür kannst du sie ja dann relativ schnell warm haben. Das wollte ich ja eh mal noch kurz gucken. Von wegen Temperatur. Wo haben wir die denn gleich nochmal? Hunger? Durst? Nein. Gesundheit? Nein. Ist ein Krankenhaus. Da hat sie immer mal wieder einen Kranken. Wo war denn die Temperatur? Da. Oh, da stirbt gerade einer. Okay, aber wir wollen ja jetzt mal wegen der Temperatur gucken. Das sieht doch eigentlich, denke ich, ganz okay aus. Es ist nirgends rot. Von wegen, dass es zu heiß ist. Und hier ist es eher kühl, aber das ist ja auch außerhalb der Zimmer. Wir haben es auf der Station warm. Ist eigentlich überall relativ warm. Ich würde das tatsächlich mal so lassen. So, Beförderung. Da stand mal noch in den Kommentaren, zieh doch mal noch ein bisschen hier am Regler rum. Ja, aber ich denke, ja, da kann man nur das Gehalt erhöhen oder runter. Das ist doch eh eigentlich schon ungefähr da, wo es hingehört. Oder meint ihr nicht? Ich denke mal, ja. Wir befördern dich mal. Und dich auch gleich. Neue Krankheit, schon wieder. Dreckiges Mundwerk. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Dreckiges Mundwerk. Macht der Patient den Mund auf, kommen furchtbare Sachen heraus. Passiert, wenn man verbal ins Klo greift. Hatten wir das nicht schon? Wir werden den Patienten sofort zur Apotheke schicken. Gerne. Mach das mal. Hier fehlt natürlich ein bisschen Außendingens, würde ich sagen. Hier haben wir noch nicht viel, außer die beiden Weiterbildungszimmer. Wir werden mal gucken, was wir hier noch reinstellen. Das machen wir aber in der nächsten Folge, würde ich vorschlagen. Vielleicht bin ich dann ja auch wieder mal fit. Wäre noch schön. Ich würde gerne... Oh, wir haben die Forschungslizenz. Das Gesundheitsministerium von Tupac... dadurch können wir jedem unserer Kranken neue Maschinen upgraden. Sehr schön. Um ein Forschungsprojekt zu starten, benötigen wir ein Forschungszimmer und einen Arzt mit Forschungsausbildung. Ach, das ist ja cool. Auch die Diagnose und Behandlung von Patienten kann zu unserer Forschung beitragen. Das Einfangen von Geistern kann sehr erleuchtend sein. Okay, das heißt, ja, jetzt geht's vorwärts. Machen wir aber, wie gesagt, in der nächsten Folge. Und ich wollte eigentlich noch sagen, ich hoffe, ich bin dann wieder so weit gesund, dass ich nicht immer denke, ich müsste eigentlich selber hier hin. Nein, so schlimm ist natürlich nicht, aber man hört wahrscheinlich der Stimme trotzdem auch immer noch ein bisschen an. So ganz heile bin ich noch nicht, aber ich bin auf gutem Weg. Ja, dank den Medikamenten, wo wir doch eh gerade im Krankenhaus sind. Danke fürs Zusehen, bis auf bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.